Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Aquifer Games News, Leute. Heute wird es mal nicht so eine lange Folge. Ich kann euch direkt mal sagen, wann immer jetzt die Farmwelt resettet wird. Und zwar wird die Farmwelt an jedem dritten des Monats resettet, Leute. So, Leute, das ist aber nicht die einzige News. Und zwar kostet Merch jetzt auf den Citybuilds, wo es keine Probleme gab, 30k. Und auf den anderen Citybuilds, wo es Probleme gab, kostet das Merch 10k. Und man kann sich jetzt bis zu einem 25er Merch machen, Leute. Auf den anderen Citybuilds, wo es dennoch Probleme gab, gab es auch noch die Entschädigung, dass die, glaube ich, 2 Tage permanent frei hatten. Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder rum, wo dieses Video kommt, Leute. Und was ich euch nochmal eben schnell zeigen wollte, ist, dass, ihr kennt ja sicherlich alle das Dream Army GS mit Märchenwald, ja. Also, wer das nicht kennt, der auf Citybuild 4 spielt, sollte sich unbedingt mal anschauen. Und zwar, Leute, haben die jetzt einen Warpunkt bekommen. Die haben einfach von Nordvarus einen Warpunkt bekommen, was ich auch sehr, sehr nice finde. Die haben es mal wieder verdient, Leute. Wir machen das mal Slash Warp Märchenwald, damit ich euch auch zeigen kann, dass das alles hier echt ist. Bitteschön, Leute, da, 1, 2, 3, gleich müssen wir da sein. Und das wurde auch von einem echten Admin gemacht und sogar genehmigt. Der hat es ja selber gemacht, also von dem her. So, Leute, da seht ihr auch schon, das ist der echte Märchenwald von der Dreamer. Ein ganzes 100er Match. Was wir schon wieder gebaut haben, Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch diese kleine Aquifer Games News gefallen hat, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, ihr wollt mal nicht so lang, Leute. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.